So Leute, jetzt guten Morgen und heute gibt es mal ein neues Tutorial für Kurzflossen und ich werde nachher ein paar Bahnen Delfin schwimmen, um euch einfach ein paar Übungen damit vorzustellen, wie man die Flossen einsetzen kann. Und wenn ihr nochmal generell wissen wollt, was ist der Unterschied zwischen einer Langflosse und einer Kurzflosse ist, dann empfehle ich euch das Video, da stelle ich euch nochmal beide Varianten vor und sage nochmal, worauf ihr beim Kauf achten müsst. Jetzt, viele Leute glauben immer, dass man beim Beinschlag, dass der Beinschlag gut ist, wenn man möglichst hart spritzt und wenn der Beinschlag massiv aus dem Wasser kommt und extrem Wellen erzeugt, ist aber genau falsch. Und dabei kann man die Kurzflossen ganz gut einsetzen, denn natürlich hat man jetzt durch eine Flosse, hat man ja eine Vergrößerung der Fußoberfläche. Das heißt, man hat auch mehr Auftrieb. Gerade deshalb muss man aber natürlich auch mehr arbeiten, um die Flosse im Wasser zu halten. Und genau deshalb ist es natürlich auch ein gutes Einsatzmittel für eben die Schulung von Kraft, weil man eben mehr Kraft aufwenden muss, mehr Körperspannung, mehr aus der Hüfte arbeiten muss, um den Beinschlag im Wasser zu halten. Wenn der Beinschlag zu hart aus dem Wasser kommt, dann hat man entweder zu wenig Kraft oder der Beinschlag kommt zu hart aus dem Knie. Auf jeden Fall ist es nicht der Sinn, dass der Beinschlag möglichst weit oben ist und möglichst hart spritzt, sondern dass der eben knapp unter der Wasseroberfläche oder an der Wasseroberfläche arbeitet. Aber man muss eben sowohl aus der Hüfte arbeiten als auch aus dem Sprunggelenk, dass man eben diesen Vortrieb und diesen Auftrieb der Kurzflossen optimal im Wasser in Geschwindigkeit umsetzen kann. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz an ein paar Übungen. Ich werde jetzt gleich 4 Bahnen schwimmen. Ich fange an mit einer einfachen Delfin-Wellenbewegung. Das mache ich heute mal in Rückenlage. Und danach werde ich eine Bahn Delfin-Wechselzug schwimmen, eine Bahn Kraularme mit Delfin-Beine und eine Bahn Delfin-Ganzelage. Das ist natürlich für den Delfin-Beinschlag besonders gut, einfach weil man den Beinschlag sowohl besser fühlt, als auch eben mehr Kraft erzeugen kann. Da kann man auch gerne mal versuchen, zuerst mal die Langflossen anzuziehen. Das ist natürlich eine kleine Größe, die würden mir nicht passen. Die sind gerade mal ein Stück größer als meine Kurzflossen. Aber kann man den Transfer natürlich direkt optimal umsetzen, von Lang auf Kurzflossen und später dann auf ganze Lage. Jetzt geht es ans Schwimmen. Merkt euch einfach mal, was ich gesagt habe, probiert es aus und vielleicht merkt ihr den Unterschied. Achtet bei der Bahn Delfin-Beine einfach auf die Regelmäßigkeit, dass der Beinschlag schön aus der Hüfte arbeitet, eine gleichmäßige Auf- und Abbewegung erzeugt. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wo ihr die Kurzflossen herkriegt, dann empfehle ich euch hier unten die Werbung, die eingeblendet wird von Swimbase. Da kriege ich meine Materialien her, meine Flossen, die ich ab und zu brauche. Und da bekommt ihr sowohl eine kompetente Beratung als auch eine gute Auswahl. Wie ihr gerade gesehen habt, ab und zu kam der Beinschlag minimal aus dem Wasser. Das ist nicht schlimm, wenn das passiert, aber achtet darauf, dass der Beinschlag nicht komplett aus dem Wasser kommt. Ich habe jetzt gerade die Variante gemacht mit 2 links, 2 rechts. Ihr könnt aber auch linker Arm, halber Arm, rechter Arm oder einen Einerwechsel machen. Seid da einfach kreativ, probiert alles mal aus und es hilft euch alles weiter. Jetzt eine kleine Steigerung, das war jetzt eine Kombinationsübung. Da muss man das Hirn einschalten. Man muss sowohl einen gleichmäßigen Beinschlag erzeugen, aber als auch den Transfer auf den Kraularmzug übertragen und trotzdem einfach beides, Arme und Beine, kombinieren und beides rhythmisch anpassen.
So, man sollte natürlich bei einer methodischen Reihe immer mit ganzer Lage aufhören, deshalb eine Bahn Delphin komplett, aber es ging jetzt auch überhaupt nicht bei dem Video um die methodische Reihe, sondern um das Thema Kurzflossen, was ihr dabei beachten müsst. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, schaut mal bei Swimbase vorbei in Reutling. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch mal einen Daumen hoch. Und bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.